Fotorealismus von 1965 bis 1975. Der Fotorealismus entstand in den USA und wandte sich gegen den Subjektivismus wie die Pop Art. Beim Fotorealismus wurden Fotos auf eine Leinwand projiziert. Diese Bilder wurden verzerrt und in extremen Perspektiven oder in riesigen Formaten gemalt. Die Fotorealisten erfassten die Wirksamkeit wie ein Fotoapparat, denn sie kopierten ihre Motive mit Hilfe eines Diaprojektors auf ihre Leinwand. Durch die übergenaue Darstellung entstand eine neue Kunstrichtung. Die wichtigsten Vertreter des Fotorealismus waren Richard Ester, Chuck Kloos und Gottfried Hellwein. Richard Ester ist ein US-amerikanischer Maler, der in New York um 1950 anfing, Fotos zu malen. Er entwickelte eine äußerst detailreiche und naturrealistische Malweise. Hauptsächlich malte er Bilder von der Stadt. Chuck Kloos ist ein US-amerikanischer Maler und einer der bekanntesten Fotorealisten in den USA. Er erlitt 1988 leider aufgrund eines geplatzten Blutgefäßes eine Querschnittslähmung. Dennoch schaffte er es, mit Hilfe von Schienen wieder zu malen. Gottfried Hellwein ist ein österreichisch-irischer Künstler. Er arbeitete während seiner Karriere mit unterschiedlichsten Techniken und Stilmitteln. Neben den Zeichnungen, der Aquarell-, Acryl- und Ölmalerei ist die Fotografie ein wesentliches Medium für ihn. Bekannt wurde er durch seine hyperrealistischen Darstellungen von Kriegsopfern. Hier seht ihr ein Werk von Chuck Kloos, The Beat of the Grid, in dem man seine detailreiche Arbeit erkennen kann. Neuer Realismus. Der neue Realismus ist eine neodadaistische Bewegung von Anfang der 1960er Jahre. Er ist eine Gegenbewegung zum abstrakten Expressionismus. Aus diesem neuen Realismus ging später die Pop Art hervor. Die wichtigsten Vertreter des neuen Realismus waren Daniel Spoerry, Jean Tinguely, Niki de Saffal, welche bekannt für ihre Venus-Darstellungen ist, Yves Klein und Joseph Beuys. Landart und Verpackungskunst ist eine 1968 in den USA entstandene Kunstrichtung, in der die Landschaft als Material verwendet wird. Die Gestaltung von Kunstwerken erfolgt mit Steinen, Sand, Erde, Wasser und Pflanzen. Dadurch ist diese Art der Kunst vergänglich und kann nur an einem Ort gezeigt werden. Zu den wichtigsten Vertretern der Landart gehören Walter de Maria. Walter de Maria ist ein in Kalifornien geborener Konzept- und Landart-Künstler. Das Lightning Field ist eines seiner bekanntesten Werke. Es besteht aus 400 ca. 6 Meter hohen Edelstahlpfählen, die auf einer 1x1,5 Kilometer großen Fläche stehen. Verschiedene Wetterlagen sorgen für atemberaubende optische Eindrücke. Christo und Jean-Claude waren ein Künstler-Ehepaar und ergänzten sich perfekt. Christo hatte hervorragende künstlerische Fähigkeiten und Jean-Claude hatte ein organisatorisches Talent. Das Kunstwerk Verhüllte Küste war ein Werk, bei dem sie einen Küstenstreifen Australien mit 93 Quadratmetern Synthetikgewebe und 56 Kilometern Seil verhüllten. The Umbrellas war ein Projekt, bei dem Christo und Jean-Claude gleichzeitig in Japan und in Kalifornien insgesamt 3000 gelbe und blaue Riesenschirme aufstellen ließen. Die Schirme waren 6 Meter hoch und hatten einen Durchmesser von über 8,5 Metern. Hier ist noch ein Beispiel für die Landart und Verpackungskunst. Es ist ein Werk von Robert Smithson und heißt Spirelle Jetty. Die Konzeptkunst um 1960. In der Konzeptkunst ist das Konzept des Werkes schon das Werk. Die Ausführung des Kunstwerks ist von untergeordneter Bedeutung und muss nicht zwingend vom Künstler selbst erfolgen. Bei der Konzeptkunst ist der Gedanke der Bedeutung wichtig. Im Vordergrund steht das Konzept und die Idee, welche gleichwertig mit dem Kunstwerk selbst sind. In diesem Sinn ist allein eine genaue Anleitung für ein Kunstwerk schon ein Kunstwerk. Einer der wichtigsten Vertreter ist Joseph Kosuth. Joseph Kosuth ist ein US-amerikanischer Konzeptkünstler. Er beschäftigte sich mit der Untersuchung von der Natur von Kunst, den Problemen der sinnlichen Wahrnehmungen, der Realität, Identität
und der Definition des Gegenstandes. Also, wir haben hier einmal ein Windows-System. Dann einmal ein wahrscheinliches Windows-System, könnte auch Android sein. Haben wir hier ein eindeutiges Android-System. Wir hätten auch noch ein iPhone-System, das aber vom PayPal-System optimal getoppt wird. Der Fotorealismus entstand in den USA und wandte sich gegen den Subjektivismus wie die Pop-Art. Beim Fotorealismus wurden Fotos auf eine Leinwand projiziert. Diese Bilder wurden verzerrt und in extremen Perspektiven oder in riesigen Formaten nur...